herzlich willkommen damit, liebe Leute, zum allerersten Let's Play im Jahr 2019. Ich habe mir gedacht, wir starten das Jahr rein mit einem Game aus meiner Lieblingsreihe, was ich tatsächlich bis jetzt ungelogen wirklich noch nie gespielt habe, weil Mario Kart Wii komplett, aber auch komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich habe den DS-Teil gespielt, ich habe den Nintendo 3DS-Teil gespielt, danach hat den Wii-Teil, vor allem 3DS-Teil aus meiner Kindheit sehr gesorgt, aber Wii-Teil habe ich so gut wie nie. Vielleicht zwei, dreimal bei Freunden damals, muss mich mal dran erinnern, aber so gut wie kaum gesorgt hat, ehrlich. Deshalb ist das jetzt mehr oder weniger ein Blind-Let's Play, beziehungsweise wir können es mehr oder weniger als ein Blind-Let's Play abstempeln. Ja, wird an der Zeit, dass ich dieses tolle Spiel bringe auf meinen Channel, denn viele sagen, es ist tatsächlich eines der besten Mario Kart-Teile. Und ich bedanke mich erstmal an Bob, dem ich das Spiel ausgehen habe, weil ich es selbst eben nicht besitze. So, hier sind ja ein paar Mies hier auf meiner Konsole. Auch überhaupt erstmal hier jetzt auf die Wii, um da zurückzukommen. So, ich will hier mein Mii haben. Soll verdauert ein neues Farbpapier angelegt werden. So sieht's aus. Joa. Das bin ich. Und ja, allein erstmal die Mies wieder anzufassen hier. No Soak. Also, wir hatten Einzelspieler, dann gibt es mal mehr Spieler. Werd es mit einem Freund auch mal ausprobieren, aber zuerst mache ich es offline. Dann gab es noch hier diesen Nintendo WFC, das war online, aber das geht nicht mehr, weil dieser online wurde ja verabschiedet vor ein paar Jahren schon. Konnte ich ja nie spielen. Mario Kart ist für uns auch interessant. Geht, glaube ich, auch nicht mehr. Wir machen Einzelspieler. Und fang an mit den ganzen Cups in 50cc. Also generell gilt, wir machen Grand Prix. Und wer so rennt, zeigt es vielleicht nochmal Wettkampf, Zeitrennen, ist ja klar. Bei mir geht es in den LP eher um die Grand Prix. Hier sind nur Karts, hier sind nur Bikes. Ich bin eher Kart-Fan. Deshalb nehme ich mal nur Karts. Ich weiß, 50cc ist lasse. Aber ich habe das Spiel noch nie gespielt, deshalb fühle ich mich da einfach wohler. Ja, also es gibt hier auch mehr Charaktere als beim 3DS-Part. Wir nehmen mal Koopa. Wir probieren unser Glück mit Koopa. Und wow, hier gibt es noch nicht so krass viel. Das sieht lol aus. Ist für ein Handling hier sogar auch relativ gut. Ich probiere es jetzt mal mit dem guten Ding. Trifft manuell, trifft automatisch, kein Mini-Turbo. Das ist neu. Wir nehmen... Eigentlich will ich lieber selbst driften. Fang an mit einem Pilzcup und steigern und so. Moment, habe ich jetzt einen Pilzcup? Ja. Und dann geht's los mit dem ersten Cup. Oh mein Gott, bin ich gespannt. So, es war übrigens mit der Wii-Fernbedienung. Ja, so sieht das gute Ding aus, falls einer von euch nicht mehr weiß oder noch nicht weiß, was das sein sollte. Vor allem die Wii verpasst haben. Man weiß ja nie, ob ihr mit der Wii damals groß geworden seid. Weil die heutige Generation definitiv. Bin's ja auch. So, okay. Bewegungssteuerung ist das. Also auch überhaupt so mit der Wii-Familie zu spielen, das ist neu für mich. Und keine Ahnung, wie man hier irgendwie... Ah, damit tut man... oh Gott. Das mit den Driften ist ja richtig behindert auf der Wii. Da gibt's nur eine Taste, wo man irgendwie driften kann. Items habe ich... das ist gewöhnungsbedürftig hier. Oh Gott. Halleluja. Ja, Alter, bitte nicht wundern, das ist das erste Mal, das ist Mario Kart Wii Spiel und ich muss da erstmal komplett reinkommen. Also, man kann keine Items hinten behalten, glaube ich, und fahr doch hier rauf. Super. Oh Gott. Also, das ist erst gewohnungsbedürftig. Aber es war einfach mal das Zeit, das Spiel zu bringen, weil wenn ich Mario Kart Wii durst habe, fehlt mir nur noch der GameCube und der Gameboy Teil. Und den NES Teil, den habe ich natürlich jetzt irgendwie nur so halbart gemacht. Und dann habe ich auch alles an Teilen, die ich gab. Und das ist sehr gut. Der ist hoffentlich in die Banane rein. Ich habe keine Ahnung. Und es handelt sich eben auch ein bisschen Sound durch die Wii-Fernbedienung kommt. Das ist klar, das gab's, ist halt klar, wo die das Lautsprecher hat. Ist aber ungewöhnlich, weil das Zollkonzert ja keine Lautsprecher mehr. Ich bin ja ganz schön weit vorne, das wundert mich. Gut, ist auch 50 jetzt. Mal braucht mich auch nicht zu wundern.
meine Skills, die ich in dem Spiel definitiv nicht besitze, werden im Laufe dieses Let's Plays aber noch witziger. Kleiner Spoiler, und wieso kann ich den nicht hinten dran halten? Da wäre mir nämlich genau das jetzt hier nicht passiert. Aber hey. Doch, man könnte den sogar kurzer die Kamera irgendwie dran lassen, aber muss man die Taste übelst krass spammen. Ich glaube, das ist nichts. Nichts Tolles ist das. Ich habe es aber auch nicht alle mitzunehmen. Und dieser Tod. Dieser. Nein, vergiss es, Tod. Vergiss es! Als ob! Dieser Tod mich jetzt auch in der letzten Sekunde. Ja, du hast das an! Wie scheiße knapp das ist! Oh nein! Das ist so belastend hier. Legit. Einfach nur legit. So, Kumo weiter. Oh Gott. Die kenne ich auch noch von den Mario Kart 8 Deluxe oder Mario Kart 8 Teil. Ich glaube, die kam tatsächlich ursprünglich auch hier von der Wii. Und es hat, dass die hier tatsächlich im ersten Cup mit drin ist. So. Ich habe halt damals auf der Wii nie mit der Wii-Vermietung gespielt. Ich habe immer Gamepad oder Pro Controller gespielt. Deshalb bin ich halt mit der Wii-Vermietung so übelst lässt und komme auf die Steuerung auf übelste noch nicht klar. Aber das wird so mit der Zeit. Wenn ich mir sicher. Ach, behaupte es zumindest, hoffe es zumindest, whatever. Ja, toll. Kann man den hier? Doch, man kann den sogar behalten hier. Muss halt nur die Taste übelst lange hier gedrückt halten, dann geht das schon. Oh. Und hier fliegen ging tatsächlich im Mario Kart wie noch nicht. Haben mich gerade gewundert, wo ist die Strecke zu fliegen. Gab's nicht. Wurde erst in Mario Kart 7 eingeführt mit dem Fliegen. Und Mario Kart 8 war dann die Neuerung, dass man mit diesen. Diese umgekehrte Anziehungskraft, wo man auf Decken und Wänden entlang fahren kann. Das gab es hier halt in dem Mario Kart noch nicht. Und wieso geht der jetzt gleich los und habt ihr nicht behalten, das Hexen ist. Ah, hier laufen auch ein Kühe rum, das ist gut zu wissen. Joa. Sieht halt Kraft natürlich nicht andersweise so toll aus wie Mario Kart 8 oder Mario Kart 8 Deluxe, aber ich dachte mir, komm. Oh, und das ist eine Friend Box, eine falsche Box hier. Wie diese False Friends in Englisch. Und ich dachte mir halt so, komm, was ist jetzt hier? Wenn du schon jetzt den Mario Kart 7 Teil Split hast, den 8 Deluxe Teil, den N64 Teil, dann machst du jetzt die anderen auch, und das nehme ich mit dem ja vor, wie jetzt mit dem Teil. Erst SNS habe ich irgendwie bis jetzt erst so ein Part oder so, da kommt, das will ich auch nochmal so mehr zu weit aufgreifen, nochmal komplett neu machen. Und dann fehlt noch von Mario Kart 8 fehlt tatsächlich noch der das LP für den einzelnen Cups, da habe ich nur online Let's Play. Mache ich Ende 2019 was sein ist, weil ich will es halt so vollständigkeitshalber definitiv irgendwann machen. Und sonst, ja, fehlt eigentlich gar nicht mal so viel. Da fehlt nämlich noch der Gamecube und der Gameboy Teil, muss ich bei beiden schauen, wie ich den Display, weil ich weder eine Gamecube noch ein Gameboy habe. Ja, muss ich mal schauen, wie wir das machen, aber das bekommen wir hin, da bin ich zuversichtlich. Also, ich habe schon Gameboy, aber das ist ein Mario Kart, das ist ja nicht mehr. Und des Weiteren kann ich das über Gameboy direkt auch nicht aufnehmen, muss dann per Emulator sein. Nur mit der Steuerung, das könnte dann ein little bit schwammig werden. Muss ich mal schauen, wie wir das machen. Generell geht neben dem Display hier, ich habe so ganz erklärt, ich mache jetzt die ganzen Cups durch. Also immer einen Cup pro Part, das ist eben jetzt der Pilz Cup. Die Strecke kenne ich im 3DS. Und Together möchte ich danach dann auch nochmal machen, so. Und dann geht da leider nicht so offline Together. Möchte ich auch bringen. Weiß ich jetzt noch nicht wann. Aber irgendwann mache ich das, oder bringe ich das definitiv. Ja, ey, was war denn das jetzt hier für eine scheiß Aktion? Gerade an solche Stages, die ich halt nicht wirklich kennen muss, mich erst dran gewöhnen. Da kann es sein, dass ich anfangs einfach noch nicht irgendwie ansatzweise so gut bin, wie es vielleicht. Scheiße hier. Sein könnte. Dann passiert hier sowas. Das ist ganz normal bei mir. Zumal ich auch auf dieses komische bis heute System mit den. Mit den Driften überhaupt nicht klarkommen. Da werde ich nächstes Mal auch definitiv Automatik machen, weil
dieses Driften auf dem Ding hier ist erst mal anders als das auf Wii U oder Switch oder so. Ja. Ja, moin. Aber insgesamt ist das Spiel, glaube ich, so interessant, wenn man mal ein bisschen reinkommt. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das, wie es hier ist, ob man hier, wenn man verkackt, also wenn man irgendwie deutlich schlechter als vierter Platz wird, ob man da nochmal von vorne anfängt, das Rennen oder wie das ist, weiß ich nicht, weil ich den Teil, wie gesagt, bis auf ein paar einzelne Rennen Kindheit so gut wie nie angefasst oder gespielt habe. Deshalb kann ich zu dem Teil nicht viel sagen. Das ging erst mit vorbei. Als der einzige Mii-Spiel, also ich wirklich. Obwohl die gab und. Ah, oh nein. Hoffentlich sie wirklich gut waren, aber nie gespielt habe. Boah. Oh je. Und sowas ist halt hier alles klar. Von 1. auf den 8. Das ist heftig. Aber es ist halt, wenn alle aneinander sind, dann passiert sowas halt mal. Jetzt wird es jetzt wieder aufzuholen. Wenn es überhaupt möglich sein wird, das wieder aufzuholen. Weil ich will mindestens vierter werden. Mit allen anderen wäre ich definitiv hart unzufrieden. Aber wir haben noch eine Runde to go. Vielleicht kann ich mir auch den Platz als ersten jetzt hier endgültig einräumen. Hey, das mit den, hier, den Drift ist die erste eine harte Gefährlichkeit. Da muss ich erst aufpassen, wie ich mir das nicht hier vergeht. So. Weil ich sonst irgendwo ins Kosovo drifte. Kann alles mal passieren. Oh Gott. Ja, aber ich hatte jetzt dachte mir, komm, es ist ja auch mal lustig, dieses Let's Play zu machen, weil ich habe es mir vor 2 Monaten ausgeliehen von einem Freund, seitdem steht es im Regal und dachte, komm David, das nimmst du mal auch ins Play und haust Anfang Silvester raus, das ist nämlich ein guter Zeitpunkt. Und das mache ich halt auch jetzt, wenn ihr seht, ist Silvester und boom, es wird das als Erster, oh mein Gott. Dafür, dass es gerade 8er war, wie ich es durch die Chilenians angefahren bin, ist das hier in Ordnung. Ja, ich glaube, einen Rang gibt's noch. Genau, 4 Rang gibt's, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Behaupte ist. Oh, Toads Fabrik. Die kann ich tatsächlich nicht. Aber es gab auch einige Exclusives tracken. Auf die freue ich mich am meisten. Einfach weil ich die eben noch nicht kenne. Und ich glaube, das ist das letzte Rang, oder? Vielleicht auch. Es wird jetzt offensichtlich gerade nicht angezeigt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich. Vielleicht auch das vorletzte. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Weil du dieses Track hier komplett neues, deshalb keine Ahnung. Oh, hier gab es auch einen Stachelpanzer. Ich dachte, der war so ein neues Alt. Nee, habe ich damals auch bei Mario Kart 7 optiert. Ich dachte, er wäre bei Mario Kart 8 das angeführt worden, aber das ist völlig das Mann. Die Hupe, die gegen diesen Panzer geht quasi, also die den Panzer wegkickt, whatever, die wurde erst 2000 bei Mario Kart 8 eingeführt. So. Ja, aber ist ja ein, durchaus interessant hier, diese States, an die man das erst gewöhnen muss. Ah. Aber die ist cool, die gefällt mir. Es wundert, dass es die nicht mehr weitergeschafft hat. Also, gibt so einige States, wo ich mich frage, hey, wieso gibt es die nicht, zum Beispiel beim U-Teil. Aber natürlich, es kann nicht immer alles Strecken geben. Weil ich war mal voll cool, Mario Kart, wo es alles Strecken bis jetzt gab, schon aufgepusst, na die, das war dann Mario Kart 8, Ultimate oder Mario Kart Ultimate. Das wäre lustig. Ja, wir können mal gespannt sein, was bei Mario Kart Tour, das soll ja auch dieses Jahr sein, was da für Strecken gibt. Das wird auch so released, Let's Play. Da dachte ich mir, komm, bis dahin hast du da wenigstens mal den Originalteil Let's Play für die Wii und auch alle anderen Teile größtenteils. Also ich plane jetzt eben hier Januar, mache ich da gerade den Teil. Dann plane ich so um den Zeitraum von März den SNES-Teil. April, eher so Mai, Juni sowas, den GameCube-Teil. Markatur halt direkt dran das sein. Und so zum Winter hin den Gameboy-Teil was sein ist. Vielleicht auch GameCube-Teil erst im Winter hin, das weiß ich noch nicht. Weiß nur, dass Markat SNES so um den Mehrzeit rum machen müsste und Markatur Advents das sein. Bei den anderen beiden müssen wir sehen, weil ich an beide erstmal dran kommen muss irgendwie. Und wenn so das blendet, ist ja klar. Aber die Strecke hier sieht eigentlich auch erst lustig aus. Wenn ich da nicht gerade irgendwo gegen gefahren. Oh Gott, da ist Slime. Der macht mich langsam. Ich finde das jetzt natürlich alle. Ist einfach über. Ja. Ah! Weil ich fahre ja doch gerade Zeug zusammen. Ganz ehrlich. Also, Driften, das ist mir erst. Das muss ich erst noch lernen, dem LP hier. Ich hätte mich vielleicht davor mal ein bisschen einfahren sollen. Bam, er wurde überrollt. Habe ich nicht gemacht, wenn ich selbst holt.
Aber es ist es halt. Und überhaupt werde ich es nochmal sagen, ein Video für den Ausblick an kommende Let's Plays. Aber gerade jetzt und in den nächsten Wochen werden viele, möchte ich definitiv, gerade wo jetzt noch nicht viele neue Projekte sind, die erscheinen, möchte ich die Zeit nutzen, da fällt es runter, für einfach so Projekte, die ich früher gespielt habe und unbedingt nochmal Let's Playen möchte. Weil es mein Lieblingsspiel überhaupt, Super Mario Galaxy 2, wird kommen, Januar, Februar, sowas um den Zeitraum. Einfach jetzt die Zeit, wo nicht viel neue Projekte erscheinen, weil in letzter Zeit in absehbarer Zeit nur dieses Super Mario Bros. U Deluxe, oder wie das heißt, aber das Let's Play ist nicht, weil ich das übelsten Press halte, weil wozu als Wii-U-Besitzer dieses Game nochmal kaufen und Let's Playen, unnötig. Deshalb werde ich das nicht Let's Playen und nutze jetzt eben die Zeit für genau solche Projekte, weil irgendwann Mitte des Jahres kommen wieder so viele Release-Projekte, auch wenn ich da ein allgemeines neue Strategie habe, wie ich die so aufnehme, dass sie funktioniert. Ist es trotzdem besser so. Oh, ich tue noch eins. 5 Rennen, das ist ja heftig viel. Die in einem Cup. Nee, doch nicht. Das ist ja das alles von jetzt der Ende. Da sehen wir doch mal, wie viel wir geworden sind. Ich bin gespannt. Ja, wenn euch das Projekt gefällt, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Wird mich jetzt zumindest freuen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem ersten Part von Let's Play Mario Kart Wii. Ist ja durchaus cool, das Projekt. Hauptsache, ich sieht erstmal das falsche Ding. Hier ist gut. So, ich bin erster geworden. Und ja, ne? Morgen geht's dann weiter direkt mit dem nächsten Cup. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!